Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City, nachdem der Server wieder funktioniert. Da ist ein Enderman. Aber der macht mir nichts, den kann ich sogar angucken. Okay, der macht mir doch was. Ja und? Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Schnell, lauft, 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 lauft. Warum haben die so eine komische Aura um sich? Das bedeutet eigentlich, dass sie charged sind. Also es kann durchaus mal passieren, dass ein normaler Creeper von einem Blitz getroffen wird. Das ist extrem selten, dann ist er charged. Warum sagst du nicht Hallo, wenn du kommst, wenn du da bist? Hi! Ja, heute mal wieder mit Mavia. Juhu! Und zwar beim Flughafenbau. Mavia baut unten ein bisschen die Empfangshalle. Ich baue hier. Nein, Quatsch. Ich baue die Empfangshalle. Und er baut eigentlich die Gepäckabfertigung. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir halt kommen. Das wird sich schon ein bisschen sehen lassen. Ja, denke ich auch. Kann man dann so langsam auch mal sehen, was das Ganze werden soll. Das hoffen wir, dass das am Ende ein bisschen ersichtlich ist. Ja, und vor allem mit dem Builders Wand oder so, da geht es natürlich auch ruckzuck. In Zumindest der hier bei Tat. meiner, bei einem Glasbau. Naja, ich habe es dann hier ein bisschen schwerer. Ich muss alles das Ganze per Hand machen, aber hey, Ach komm. hat man wenigstens was davon. Das ist wohl wahr. Ich bin ziemlich froh, dass der Server wieder läuft und nicht alles Absolut. hinüber war, ist. Absolut. Das wäre ein bisschen unangenehm gewesen. Und meine Fabrik hätte man noch retten können, aber mein Tempel und alles andere wäre ein bisschen. Ja, ich denke auch, es geht gar nicht so um die Technik, sondern eher darum, dass dann die ganzen Bauwerke weg wären. Ich meine, okay, mit MC Edit wäre das vielleicht auch noch gegangen. Ja, je nachdem, wo der Fehler halt gelegen hätte oder Ja. hat. Weißt du eher als ich, aber. Ja, der Fehler war eigentlich bloß, dass zu viele Chunks geladen wurden. Was eigentlich nicht sein kann. Es sei denn, der Server hat einen Bug gehabt in irgendeiner Art und Weise und 3 Millionen Chunks geladen. Also, ich habe alle Dateien irgendwie. Ne, ich habe erst mir eine Kopie gemacht im Singleplayer. Dann habe ich die Kopie geladen, wollte die Kopie laden, dann kam genau dasselbe Fehler. Also es hat einfach nicht gestartet. Und Da dann war habe ich die irgendwann, Welt halt korrupt. ja genau. Und dann habe ich irgendwann noch ein paar andere Dateien kopiert. Dann habe ich eine leere Welt gemacht und jede Dimension einzeln rüber kopiert. Und dann irgendwann hatte ich alle Welten, nee, nicht Welten. Alle Dimensionen hatte ich dann dort. Und dann war der Fehler immer noch da. Und das war dann sehr merkwürdig. Und nachdem ich dann die einzelnen anderen Dateien, die in der World-Ordner noch drin war, geladen hatte, habe ich gemerkt, dass es an der Forge-Chunk-Datei liegt. Okay. Und die war der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich die eben. Das ist völlig banal eigentlich. Einfach eine leere Datei, also eine leere Forge-Chunk genommen und die auf den Server geladen und dann ging es wieder. Und war die wohl in irgendeiner Art und Weise verbuggt? Sehr Ja. interessant. Aber man lernt halt nie aus bei Minecraft. Weil es ist tatsächlich so, dass die meisten Chunks immer von den Spielern geladen werden. Ich meine jetzt nicht manuell, sondern um den Während Spieler Anwesenheit. herum. Das ist ja irgendwie, ich glaube, 17 mal 17 Chunks oder so pro Spiel oder 20 mal 20 Chunks sogar pro Spieler. Das ist wirklich
irrsinnig, wie groß das ist. Und wenn da schon drei oder vier Spieler auf dem Server sind, dann sind insgesamt schon mehr Chunks geladen, nur durch die Spieler, als durch irgendwelche Chunkloader. Ja. Deswegen kann ich mir sogar wirklich schwer vorstellen, dass es an zu vielen Chunks gelegen haben sollte, aber ja. Ja, kann natürlich sein, dass die Datei einfach hinüber war. Ja, hat sich irgendwie ein Bug eingeschlichen und dann kann durchaus sein, dass er versucht hat, tatsächlich alle 30 Millionen Chunks, die generiert wurden von der Karte, gleichzeitig zu laden, dass er das dann nicht geschafft hat, aber. Ich habe mir die Welt auch mal in MC Edit angeguckt, hey, das ist schon krass. Ja, da werde ich wahrscheinlich einen Großteil von beigetragen haben. Ich bin Ja, die normale beeindruckt. Oberwelt geht eigentlich. Die restlichen Welten habe ich gar nicht so erfassen können. Aber das muss auch eine ganze Menge gewesen sein. Ja, es gibt wenige. Wir waren nicht sehr fleißig, was Extradimensionen angeht. Ich habe zwei, drei generiert von Mistcraft und eine vom neuen RF-Tools. Da bin ich ein bisschen rumgeflogen, um Sachen zu sammeln, die Simlets. Und in einer Welt, glaube ich, von Mistcraft bin ich ein bisschen rumgeflogen, um Seiten zu suchen, aber nicht so weit wie in der Oberwelt. Ne, genau, es gibt vier Mistcraft-Dimensionen und dann noch, ich glaube, fünf oder sechs zusätzliche. Eine habe ich benutzt für Blood Magic. Da habe ich Dämonen gerufen. Ah, da ist die Dämoneninvasion. Sowas muss man nicht in der Oberwelt machen, ganz ehrlich. Wäre aber mal witzig. Bisschen Ja, Action. das Problem ist nur, die breitet sich aus. Unendlich. Das heißt, wenn es irgendwann die komplette Oberwelt eine einzige Dämonenstadt. Okay. Nee, dann lassen wir das Diese. lieber. Die sind fies, also ohne gute Rüstung, die hauen schwer zu. Dementsprechend. Haben wir hier nicht auch Draconium und so Zeug? Nein, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mod heißt, den haben wir nicht drauf. Der ist ja übermäßig. Habe ich auf dem letzten Server mal gespielt. Da habe ich nämlich letzt was gesehen. Ja, der ist schon cool. Der hat wirklich schöne Sachen drin. Gute Energiespeicher etc., aber wirklich OP eigentlich schon. Müssen wir überlegen, was wir hier machen. Ich probiere hier ein bisschen die Struktur des Originalbaus nachzuempfinden mit den schwarzen Schön. Streben dazwischen drin. Ich hoffe, Gut aus. dass es dann auch so rüberkommt. Ich glaube, ich muss hier nochmal. Dann muss ich dann noch überlegen, ob ich da nochmal die Struktur, also die schwarzen Stahlträger, das soll es ja darstellen, weiter rumziehen. Sieht doch schon gut aus bisher. Ja, ist halt ein Glaskasten. Im Aber ersten schadet ja Moment. nichts. Dann wird es im Sommer zwar ein bisschen heiß, aber hey. Ja, hallo. Klimaanlage gibt's auch. Kennst Ja, klar. Dann halt ein bisschen arbeiten, aber. Pff, du? Ich war letzt mit einem Bekannten in Neuss. Da gibt's eine Skihalle. Ah, schön. Okay, die ist ja jetzt nicht jetzt, wie soll ich sagen, so toll. Aber zum Lernen ist es, denke ich, ganz in Ordnung. Du lernen oder er lernen? Weder noch, wir können beide. Die Frau von ihm. Auf jeden Fall sind wir dann auch. Also,
Zum einen hat keiner gedacht, also draußen waren, glaube ich, an dem Tag ja, bestimmt 17 Grad oder so. Okay. Und dann sind wir reingekommen und es war unglaublich, wie sie das runtergekühlt haben. Also da waren wirklich Minusgrade. Klar, muss ja auch sein. Ja, nur Kunstschnee drin, ist ein bisschen nervig, aber ja, was soll Sollen man Sie machen? Kunstschnee importieren oder was von den Alpen? Ja, machen Sie doch für die Langlauf-WM oder so, fürs Langlaufen in der Arena auf Schalke auch. Ja? Ja, da holen Sie echten Schnee. Ach Auf jeden cool. Fall sind wir dann auch noch drauf gekommen, dass ja in Dubai gibt es ja auch so eine Skihalle. Eine riesige, ja, genau. Das muss ja brutal teuer sein. Oh ja. Weil allein schon die kleine Halle ist bestimmt mega teuer, um die runterzukühlen, aber dann noch so eine große und noch dazu in der Wüste. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die auch gut isoliert ist. Das Ja, wäre muss ansonsten ja. ein bisschen schlecht. Aber Klimaanlagen zu betreiben ist teuer. Also das ist, die verbrauchen extrem viel Strom. Ja. So, gleich habe ich einen Teil geschafft. Wey. Wie weit bist du? Im Prinzip fertig. Ach, das war das falsche Glas. Nee. Ah, es ist nicht geschissen. Wie soll es denn hier an der Ecke aussehen? Hier ist jetzt ja Cobblestone, da ist ja im Prinzip Wand. Ist die Frage, ob du da auch noch so einen Gang machen willst oder nicht? Ja, der wäre dann quasi unterirdisch, das bringt ja dann nichts. Der Gang hier auf der Seite, wie auch auf dem Foto ist, der ist ja im Freien. Der ist zwar dann hier überdacht, aber du kannst hier jederzeit raus. Während wenn ich hier einen Gang mache, das ist ja, hier ist Wand. Das ist einfach nur ein unterirdischer Gang dann. Der ist in dem Sinne ja witzlos. Man könnte Da wär, denn sind von eigentlich auch drüben. die. Man könnte denn von hier drüben trotzdem hier unten drunter durchführen lassen, dass Kann man man hier machen, rüberkommt. klar. Natürlich ist die, wäre dann nur eine weiße Wand, würde ich rechts hin machen. Vielleicht ohne gechiselten Quarz. Oder man macht Okay. sie mit Cobbles, mit Stone, damit es ein bisschen schlichter wirkt. Und oben in der Empfangshalle dann mit Quarz, damit es edler ist. Okay. Na ja, gut, okay. Hier auch einer. Wenn du Stone brauchst, ich habe ein Deep Storage mit 1 Million oder so. Ja, ich habe ja nochmal Quarry laufen gehabt. Da habe ich jetzt 3 Millionen Cobblestone und ich glaube 1 Million war Clean Stone. Hatten wir ja schon drüber geredet. Das sind ja Sachen, die laufen bei mir direkt in die Trashcan. Ja. Alles, was ich an Cobblestone und Stone brauche, wird bei mir automatisch hergestellt. Das muss ich nicht unbedingt noch vom Quarry einkassieren. Ich bin ganz froh über das so ein bisschen Vorratshaltung. Ja, klar, sicher. Meine Vorratshaltung läuft halt automatisch entsprechend. Das ist dann besser steuerbar, einfallsvoll und Hier in sowas. der Kiste ist auch noch Zeug. Jetzt müssen wir hier irgendwie die Stirnseite nochmal. Wie habe ich jetzt schon wieder? Ah, doch. Dachte es. Jetzt ist das Glas leer. Verdammt. Das Glas leer, das war eben viel zu viel. Ist ein bisschen mehr Glas, was man hier braucht. Also ich glaube, ich habe schon 15 Stacks oder so verbraucht. Oh ne. Ah, hier für die großen Seiten. Ja, okay, gut. Das ist weiß direkt ein Loch in die Kasse. Ich habe ja eben, wie gesagt, Vorratsspeicherung. Da ist genug von allem da. Ja, ich habe in meiner Fabrik habe ich mir jetzt auch mal ein paar Deep Storage hier und jetzt hingestellt. Mache ich direkt mal die Sachen, die aus dem Quarry kommen, die ich haben will, die kommen direkt in die Deep Storage hier und jetzt.
Dann gebe ich nicht, mich nicht mehr mit den Fässern ab. Die haben ja dann auch irgendwo ein Limit mit 8000 Stacks oder so. Aber 8000 sind halt schon ein bisschen mehr. Ja, halt, wenn man die Fässer upgradet, dann können da maximal 8000 ein paar irgendwas Stacks rein. Und Eisen ist dann halt auch schon mittlerweile zu viel. Habe jetzt auch schon über 500.000. Das sind die knapp Ich 8000 weiß gar Stacks. nicht, wie viel Eisen ich habe. Ich habe alles in Blöcke gemacht, weil das so mega viel ist. Ja, das ist mir im Prinzip ein Arbeitsschritt zu viel, den meine Prozessoren machen müssten. Ja, ich mache das. Oh, ich mache das immer irgendwann mal per Hand. Hau ich mal die Dinger rein. Ach, geht ja flott. Mit Rechtsklick. Mit Rezept im ME. Ja, dafür sind, wie gesagt, die Deep Storage Units da. Es ist egal, ob ich jetzt 500.000 Eisenbarren drin habe oder 100.000 oder 50.000 Ingots. Nee, an Alben. Barren, Blocks. Genau. Das meiste, was ich habe, sind 2,5 Millionen an Kohle. Und ja, ich Da kenne das, bin ich das noch nicht Limit so von den weit. Deep Storage Units jetzt gerade nicht. Das müsste ich nochmal nachgucken, aber das ist schon sehr hoch. Weil ich da gerade noch ein bisschen am Rätseln bin, das ist momentan mein nächster Punkt in meiner Fabrik. Habe ich mich dafür entschieden, die ganzen Alloys und Legierungen etc., dass ich die auf Vorrat halte, genauso wie es McPhister auch teilweise schon macht, dass ich das so einstelle, dass die produziert werden, bis es fast voll ist und dann aufhören, dann habe ich immer genug, ohne dass die Prozessoren immer belastet werden dabei. Aber das hinzubekommen, das viele. Da muss ich ein bisschen tricksen, damit das auch gut aussieht. Na, mal schauen. Muss ja nur so machen wie ich. Mir ist das eigentlich völlig egal, das Autocrafting, weil es mir hauptsächlich ums Weil es jetzt Bauen geht. kompliziert ist. Ja, nee, komplizierter, also hör mal. Als ob. Wie kommst du darauf? Nur so eine Idee. Hallo, ich könnte das alles im Schlaf, wenn ich wollte. Ah, okay, du willst es einfach nicht, du bist zu faul. Ja, gut, Genau. Ich dann. bin zu faul, das automatisch zu machen. Genau. Mach es lieber alles per Hand. Genau. Ah. Ja, ich muss sagen, es könnte man angucken so. Wenn da nachher noch in der Boden drin ist und so Zeug, dann passt das. Nein. Ja, mit den gesägten Blöcken muss man immer aufpassen, dass man die richtig platziert. Aber ich muss sagen, so viel habe ich mich heute noch nicht verklickt. Gab schon Tage, da war es Katastrophe. Schreiß nicht. Nein, ich bin hochkonzentriert und spreche sogar dabei. Also, wer hier behauptet, Männer können kein Multitasking, guckt euch das hier an. Boah, also, du beschreist es wirklich. Man muss es herausfordern. Der dritte. Drei. Hier. Und der hier. Also wenn du jetzt falsch baust, das ist dein Pech. Ja. Schauen, mal schauen. So. Also die Glasfronten sind soweit fertig. Oh ne, hier fehlt noch. Ja, die Glasfronten brauchen ja irgendwo was, so verankerte Punkte. Und die sollen eben mit den schwarzen Streben hier dargestellt werden. Weil ich glaube, es gibt keine Glasplatte, die 15 mal 50 Meter breit oder groß ist.
Glasplatten, wäre eine Herausforderung. Ja. Man kennt es Ich ja glaube, wenn ich. von den Wolkenkratzern, dass da immer so. Jetzt fängt's an. Jetzt fängt's Ja. an. Jetzt habe ich schon zu viel gebaut, jetzt will ich zu schnell werden. Dass da so Verstrebungen sind, wo die Glasplatten eigentlich nur reingeschoben werden oder von oben eingeführt. Und das soll damit eben dargestellt werden. Kein Material mehr. Aha. Hier ist auch nichts mehr drin. Hier haben wir noch. Säge haben wir ja zum Glück mitgenommen. Und ab in die Haier. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen. Ach, guten Morgen. Ging aber flott hier. Ja, dann fix. Ist schon eine Konzentrationssache hier, immer die Blöcke richtig zu platzieren. Multitasking-fähig, da geht das. Das ist vielleicht für die Zuschauer ein bisschen langweilig, aber wenn sie am Ende das Produkt sehen, ist es vielleicht ganz interessant zu sehen auch, wie das dann entstanden ist. Momentan bist du aber nicht am Multitasken. Doch, Sag was. doch, ich bin am linke Hand bewegen Okay. und am rechten Mittelfinger, nee, Ringfinger, den bewege ich auch. Meine Augen. Ach, guck, jetzt war ein Multitasking zu viel noch sprechen. Hahaha. Im Grunde ist ja alles, was wir tun, Multitasking. Das ist so ein Schwachsinn. So. Ja, alles eine Frage der Definition. So, also mein Teil ist soweit fertig hier. Meiner auch. Und du hattest vorhin vor der Aufnahme hattest gesagt, oh, nach 20 Minuten bin ich vielleicht fertig. 20, 25. Richtig, wir haben jetzt gerade 23 Minuten. Gut, gut, Passt doch. gut. Und ich bin auch soweit. Yay. Gut, ich würde sagen, dann war es das erstmal. Ich zeige euch gerade mal hier, was Media gebaut hat. Der hat hier eben das untere Stockwerk verglast. Nach deiner Anweisung, ja. Und dann hier noch einen Säulengang gemacht. Der geht drüben noch weiter. Ja, so wie du es wolltest. Ja, der Cobblestone ist gut. Der gechiselte. Der hat so ein Ornament irgendwie drauf, auch wenn das nicht so sein soll, glaube ich. Oder? With Dent. Ja, ne, der ist der Cobblestone with Dent, der ist halt, der verbindet sich Ja. und deswegen hat er so einen Rahmen. Ja, Und das ich habe ist ganz cool. dann quasi die Außenseite von dem Cobblestone. Ich habe es dann auch noch so gelassen, dass hinter der Säule der Cobblestone nicht weitergeht, sonst würde der sich da noch verbinden. Ja, dann sah Ja, es ein so sind bisschen das halt doof immer aus. diese Quadrate. Ist das in Ordnung? Ja. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar oder sonst irgendwas.
bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.